Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Euer Xander ist wieder back im Game. Ja, wieder weg. Ey Leute, das ist ein Krampf, dieses Video aufzunehmen, ne? Ich habe jetzt einen neuen Release fertig von der 1.4. Okay, Stimmung ist nicht da. Ist auch gut so, weil ich wurde die ganze Zeit unterbrochen von irgendwelchen Menschen. Gerade war es ein Schlauch. Also kein Shisha-Schlauch, sondern ein Gartenschlauch, wo Wasser rauskommt. Und dann hat man so schön gehört und ich habe mir gedacht so, nee, ne? Läuft. Davor kam Familie rein, davor hatte ich irgendwas falsch eingestellt und davor... Egal. Egal. Läuft. Ich bin leicht getriggert. Oh Mann, das ist so bescheuert. Fangen wir an. Okay, also 1.4 ist draußen. Was sind die großen Änderungen gewesen? Ressourcenmanagement, das wohl A und O der KI. Angriffsverhalten, also es funktioniert jetzt deutlich flüssiger und besser. Ich habe gutes Feedback gekriegt vom KI-Kampf, das habe ich gut eingeflossen. Dankeschön an alle, die mir das Feedback gegeben haben. Bin ich sehr, sehr stolz drauf. Wenn dir wieder etwas auffällt, bitte sagt es. Schreibt einen Kommentar, gebt ein Like, wenn euch das gefällt. Und ja, mich würde natürlich über Feedback sehr, sehr freuen. Weil wenn man das nur von einer Person testet oder vielleicht mit einer zweiten, dann kann es gut sein, dass man noch was übersieht. Und wie gesagt, bekanntermaßen sehen 6 Augen oder sogar noch mehr Augen mehr als 2. Ich glaube, ihr wisst, was gemeint ist. Komm, fangen wir an. Let's go. Ja, ich habe diese 2 Zahlen verändert von 75, 100 auf 97 und 99. Eigentlich ganz einfach. Ihr wisst ja, das Bauern-Spam-Verhalten. Ich will, dass die KI Konzertruppen rausdrückt. Und zwischen 100 und 96 hast du halt den maximalen Boost. Deswegen dazwischen, weil immer so plus 1 so halt dazwischen, weil wenn er auf 99 geht, dann geht er meistens auch auf 100. Wenn er halt auf 97 geht, dann geht er meistens auch auf 96, weil das halt ziemlich, das delayed halt. So, ich habe die Steuern eingestellt von 3 auf 7. Ja, so was Entscheidendes ist halt die 7. 3 ist halt diese plus 1, dass er nicht mehr Steuern, also Zahlen an die Bevölkerung gibt, das möchte ich nicht. Und diese plus 7 geht halt nur maximal bis minus 8, war alles darüber halt, es macht keinen Sinn. Ich habe herausgefunden, es macht keinen Sinn. Ich habe mir Steuern intensivs angeschaut. Alles darüber. Mach Nahrungsverkauf, mach irgendwas anderes, aber mach keine minus 12, minus 16 drauf. Macht keinen Sinn. Und außerdem hat es die ganze Zeit dieses, das haben meine Videos davor auch gesehen, dieses Hin und Her. Ja, mal plus 8, mal minus 8, da mal minus 12, wieder minus 8, minus 12. Dieses Toggeln. Und dann irgendwann geht die Bevölkerung runter und dann ist er aber auf plus 1 und ich habe mich schon gefragt, kriegt er überhaupt Geld rein? Und mir ist halt aufgefallen, dass er nicht mehr so viel Geld reinbekommt. Deswegen habe ich das jetzt angepasst. Also, ne, Konstanz ist das A und O. Weil ich die iSeek ist konstant und funktioniert mit allen AIVs, die ihr im Patcher so drinne habt. Genau, die 3 Sachen haben wir noch verändert. Also Steinbruch auf 8, Eisenbiene auf 10 und Pech auf 15. Warum Steinbruch auf 8? Ich möchte gerne, dass er einen Steinbruch vor einer Eisenmine baut. Leider priorisiert er immer eine Eisenmine. Deswegen auf 8 baut er einfach schneller den Steinbruch. So, ist sonst irgendwas Wichtiges dabei? Hier nicht. Genau. Ich habe mir das letzte Video nochmal angesehen und habe gesagt, ja, die Einheit ist voll geil und so weiter. Und aus der Situation, damals konnte ich sagen, ja, die ist auch geil. Aber heutzutage würde ich sagen, die ist scheiße. Die ist absoluter Bullshit. Werft sie raus. Werft sie einfach raus. Oh mein Gott, ist das eine Geldverbrennungsanlage. Also wirklich, wenn ihr so ein, keine Ahnung, so einen Kaminofen habt. Ne, und das müsst ihr die ganze mit Geld so anzünden. So ungefähr ist das. So könnt ihr es vorstellen. Also echt krank, Geldverbrennung. Weil, und das ist so bescheuert, diese Einheit so krass fokussiert wird, also egal was ist, er rekrutiert sie, er gibt Geld aus, er macht das und dies und ich denke mir nur so, Bruder, was soll das? Und du kannst es halt nicht mal eindämmen, weil es halt die erste Priorität ist. Es ist Priorität 1. Alles andere wird nicht rekrutiert, aber die. Und du brauchst halt nur einen einzigen Bauern töten und dann kommt die halt raus und bleibt dann sehr oft stehen und lässt sich einfach abschießen.
dann, wenn sie halt tot ist, wird er halt wieder zuerst rekrutiert. Das heißt, die KI greift nie an, nie so wirklich. Deswegen ist die Einheit bescheuert. Und warum auf Monk? Ja, wenn du es auf None einstellst, dann springt dir die ganze KI durch die Decke. Also es funktioniert überhaupt nicht. Ich weiß nicht warum. Deswegen stellst du auf einen Einheit-Typen ein, was die KI nicht rekrutieren kann. Und auf Null, dann seid ihr absolut auf der sicheren Seite. Selbst wenn der es nur auf Null stellt, rekrutiert er es trotzdem. Das ist so komisch. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Deswegen stellst du es einfach so ein. Deswegen Monk und Assassin bei Abt, weil der hat halt Mönche. Naja, so dazu. Dann, das ist jetzt bei jeweiligen KI, ist es runtergeschraubt worden von 200 auf 60 und bei vielen KIs jedenfalls auf 60. Bei den KIs wie der Wolf hat doch noch seine 90 insgesamt. Das sieht man aber dann hier bei den jeweiligen KIs. So, gehen wir weiter. Raid Unit Base 15. 15 ist eine solide Anzahl, mehr brauchst du auch nicht. Ich glaube, der Kalif hat 30, aber das ist, ja, hat jetzt nicht so eine krasse Erwähnung wert, der Rest ist halt auf 15. Genau. Genau, jetzt habe ich diese ganzen, genau hierzu. Heute ist das Ganze auf 0 gestellt, beziehungsweise alles runtergefahren, auch das hier runtergefahren wegen Sklaven, weil Sklaven nicht so gut sind, beziehungsweise ziemlich scheiße sind. Ich hatte Sklaven davor auf 400. Sprich, da war die ganze Armee zwei Drittel auf Sklaven. Keine hochwertigen Einheiten, macht keinen Sinn. Deswegen auf 50 und doch trotzdem ausbuddeln kann. Kommen wir zu den Fernkämpfern. Ich habe ja gedacht, dass Fernkämpfer echt stark sind auf Masse. Und das sind sie, was die Felddominanz angeht. Aber Leute, als ich mir das Video angesehen habe, mit von Utwin, was ist daran stark? Guck mal, wenn ein Fernkämpfer auf dem Turm fast fünfmal so stark ist, man muss ja rechnen, einmal haben sie ja deutlich, trifft ja die untere, also die, die unten ist, nicht so viel. Und die obere hat noch deutlich viel mehr Leben. Leute, dann könnt ihr auch mit 250 da reinrennen und alle verlieren. Ja, deswegen habe ich meinen Fokus voll auf diese Einheiten gesetzt. Nicht auf die, sondern auf die hier. Also voll auf die Hauptangriffseinheit, damit sie schön mit den Nahkämpfern da durchbrechen. Weil wenn der schon angreift, dann soll er auch den Lord angreifen. Genau. Und deswegen der Rest auf 0, weil manchmal gab es ja so komische Trigger, dass die KI nichts gemacht hat. Lag daran, dass diese Einheiten immer auf 1 oder immer, ja, getriggert haben. Jetzt nicht mehr. Genau. Genau, angepasste Max Food. Kurze Erklärung dazu. Wenn eine KI Bier produziert, verkauft er die Nahrung, weil Nahrungsverkauf ist geil und auch sinnvoller, statt Steuern höher zu setzen. Es gibt ja diese Diskussion, Nahrungskauf und Steuern. Und wenn du auf minus 8 halt die Steuern hast und er verkauft Nahrung, ist es deutlich mehr Kohle, als wenn du es nur auf Steuern lässt. Genau. Vielleicht ein bisschen Nahrungsverkauf. Und ja, der Rest hat natürlich dann das hier, das Doppelte. Ne? Ich meinte das Doppelte auf 0. Ne? Das meinte ich auf 0. Also 0 ist dann, wenn Bier da ist, um es kurz zu fassen. Und doppelte Ration ist dann halt, wenn wenn die KI kein Bier hat. Damit sie auch auf die minus 8 Steuern auch kommt, mit dem plus 8. So, dann auf die angepasste Max Resources. Eine KI funktioniert nur, wenn die genötigen Ressourcen hat. So viel es geht, weil dann kann sie nach dem ersten Angriff deutlich sich schneller erholen und einfach die Produktion konstant drücken. Also Bier, Getreide, Waffen muss immer da sein. Das ist sehr, sehr wichtig. Und hierzu erkläre ich gleich, dass Ressourcenmanagement ist womit das Wichtigste in der KI. Da könnt ihr alles andere rauswerfen. Nehmt das, das muss sitzen. Das muss wirklich sitzen. Dann noch eine angepasste Max Equipped. Also hat Equipment, ja, halt Waffen, ne? Es macht keinen Sinn, die Waffen zu verkaufen, sondern sie halt zu sparen. Das tut ein Spieler auch, ne? Klar gibt es so eine Methode, dass man ganz früh im frühen Spiel, ne, Waffen verkauft, um mehr Ressourcen zu bauen. Aber im Late Game macht es halt keinen Sinn mehr. Da willst du halt Waffen sparen, deswegen so ausgereizt, wie es halt geht. Und jetzt gucken wir uns mal zu den KIs an. Hier ist wieder die ganze Auslistung der einzelnen Veränderungen, die wie auch immer die Farben aussehen. Also eine Dairy Farm, also eine Käsefarm und 7 Apfelfarm.
dann natürlich das Verhältnis, die Anzahl, hier nochmal, welche Reihenfolge ersetzt er bei den Belagerungsgeräten und so weiter. Das gleiche nochmal in Englisch. Dann kommen wir zur Ratte. Die Ratte ist relativ simpel, das zu sehen. Hier natürlich die Tags, also die Steuern. Dann hier sieht man das auch nochmal. Er nutzt jetzt sogar eine Eisenmine. Ne, Eisenminen sind ziemlich geil, weil komme ich gleich noch zu. So, das jetzt kommen wir zum spannenden Part. Dieser hier. Boah, Leute, ich bin da fast durchgedreht, ne? Dieses Vorratslager, es funktioniert einfach nicht. Mir ist so oft aufgefallen, dass das Vorratslager nicht funktioniert. Zum Beispiel, ihr habt ein volles Rumpf-Vorratslager. Und ihr habt noch 3 Steine frei. Und es kommt 2 Ochsenjochen. Beide Ochsenjochen sind darauf programmiert, weil ja da Steine frei sind, da Steine abzulegen. Der eine legt von 12 Steinen 3 Steine ab, 9 gehen einfach in Luft auf und die 12 gehen auch einfach in Luft auf. Mit anderen Worten, er verliert Geld und die Ressourcen. Das passiert gang und gäbe. Deswegen musste das angepasst werden. Doch warum sind das genau diese Zahlen, die hier sind? Die Zahlen haben nämlich alle einen ganz genauen Grund. Gehen wir zum Rechner. So. Ich habe ja schon mal gerechnet. Wie gesagt, ich habe das Video schon heute 3-mal aufgenommen. Und es hat 3-mal nicht funktioniert. Applaus. Es ist so, wie es ist. Ne? Ich reg mich ja auch nicht auf, aber es ist schon etwas nervig. Fangen wir an mit Holz. Ich weiß, dass die Ratte ein Vorratslager hat. Das heißt, sie hat 4 Lagerplätze. Okay. Hat also 2-mal Holz, 1-mal Stein, 1-mal Eisen. Okay. Gehen wir zum Holz. 48 plus 48. Warum? Ich habe hier eine Liste stehen. Stein, Holz, Eisen ist auf 1 Lagerplatz maximal 48. Getreide und Mehl ist auf maximal 32. Pech, Bier, Hopfen sind maximal 16. Okay. So, jetzt ziehe ich eine Holzfuhre ab, damit sozusagen eine Holzfuhre verkauft werden kann. Und ich ziehe zusätzlich noch eine zweite Holzfuhre ab, weil es kann ja sehr oft passieren, dass ja 2 Holzfäller kommen, weil manchmal braucht die KI etwas länger oder die Holzfäller dicht hintereinander kommen, dann kann sie sich nicht so schnell verkaufen. Und dann nochmal minus 1. Haben wir diese Rechnung hier. So, haben wir genau diese Rechnung hier. Warum? 2 Holzfäller ist, denke ich, klar. Es kann sehr oft passieren, dass 2 Holzfäller genau gleichzeitig kommen und Ressourcen ablegen. Doch der Markt verkauft nicht instant. Der verkauft dann mal nach einer Sekunde später oder nach 2 Sekunden später oder nach 5. Und es könnte sogar sein, dass 3 Holzfäller kommen. Deswegen noch die minus 1. Passiert sehr, sehr selten, aber es könnte ja passieren im Early Game. Meistens verbraucht er eh das Holz für die ganzen Ressourcen, für die Waffenkammern, für die ganzen Gebäude. Und deswegen habe ich das so eingestellt, es könnte also 3 Holzfäller da hinkommen und dann kann die KI das wunderbar verkaufen. So. Und so funktioniert das überall. Nehmen wir Stein. Stein haben wir einen Platz frei. Da steht jetzt 23. Okay, 23. Also hier, ich markiere das mal. Sieht man das etwas besser. 23. So, wir haben 48, das macht ja dann einen Steinplatz aus, minus 12, minus 12, minus 1. Gleiches Prinzip, 2-mal Steine abgezogen, es kann gut sein, dass 2 Ochsenjochen gleichzeitig kommen, oder vielleicht sogar noch ein dritter, nur dann verkauft die KI meistens, weil, das ist wichtig zu wissen, je mehr Ressourcen er über den Maxwert hat, je schneller verkauft er. Und ich habe gesehen, alles, was irgendwie über 30 ist, verkauft er eh instant. Schon 20 kommt er fast gar nicht ran. Na, ich weiß nicht, das ist einfach so priorisiert. Ist einfach so. So funktioniert das. Und warum ist das hier auf 1? Ich habe ihm eine Eisenmine gegeben. Und ich möchte partout nicht, dass sozusagen dass die Eisenproduktion irgendwann nicht mehr funktioniert. Deswegen habe ich das auf 1 gestellt. Denn es bleibt immer ein einziger Eisenblock übrig. Der bleibt da liegen. Im Vorratslager. Das ist gut.
weil somit blockiert er das Vorratslager, sodass der immer Eisen verkaufen kann. So. Und deswegen funktioniert die Ratte sehr, sehr gut. Greift auch sehr, sehr früh an. Dann zu Max Equipment. Die Ratte hat eine Waffenkammer, sprich 50 Waffen. Und ich habe dann geguckt, okay, es gibt ja manchmal den Fall, wenn die Ratte ja, wenn der KI angreift, dass halt dann noch mehr Waffen produziert werden und die dann irgendwann halt verkauft werden. Und ich habe überlegt, okay, was ist das Maximale, was ich ausreizen kann? Das wären 23. Warum? Weil es gibt ja mal den Fall, dass die KI zwei Waffen produziert. Zum Beispiel zwei Bögen oder zwei Speere. Ne? Sprich, 23 plus 23 macht 46. Ne? Plus 2 macht 50. Das heißt, sie verkauft dann halt immer die Waffen, die sie halt hat. Die mehr sind. Aber ich habe das schon so maximal ausgereizt, dass halt die Waffen genutzt werden. Deswegen kommt jetzt dieser Faktor ins Spiel. Der ist auch sehr entscheidend. Kann man sehr viel mit rumspielen. Warum ist der auf 12? Davor war er auf 200, wohlgemerkt. Was macht dieser Faktor eigentlich? Der sagt nur aus, dass er ab 12 Gold rekrutiert, Ressourcen kauft und Waffen kauft und Nahrung kauft. Und je niedriger der Wert ist, je früher rekrutiert er. Sprich, ich habe geguckt, was ist die teuerste Einheit? Aha, Bogenschütz mit 12 Gold. Deswegen steht da eine 12. Ist bei jeder KI das gleiche, was ist die teuerste Einheit, das steht da drin. So, ich möchte aber nicht, dass er Waffen kauft. Er möchte seine eigenen verwenden. Er soll schon seine eigenen verwenden. So, und wenn er zum Beispiel Bögen kauft, sind ja 31 plus 31, sind 62. Das ist deutlich höher als die 12. Ne? Deswegen 2. So. Beim Speer ist es genau das gleiche. Sind ja dann 20 plus 20. 40. Ist auch darüber. Und das ist bei jeder KI so. Ich habe das so eingestellt, dass die sozusagen darüber ist. Dieser Wert. Dann kauft nämlich die KI mehr Holz. Weil es gibt eine Prioritätenliste. Als erstes wird Nahrung gekauft. Sowas wie Weizen und Äpfeln und was man halt braucht. Das ist dann halt dieser Minimumwert hier. Ne? Kauft halt den Minimumwert an Nahrung, falls er den nicht hat. Ne? Immer in Zweierschritten, genauso wie die Waffen. Und wenn Nahrung halt, zum Beispiel braucht er halt nicht, dann würde er halt Waffen kaufen. Wenn er Waffen nicht kaufen kann, dann kauft er halt Holz. Ich frage mich immer noch, wie auf die Idee gekommen ist, Holz so weit nach unten zu setzen, aber okay, ist nun mal so, wie es ist. So viel dazu. Ist schon mal viel Input. Sollte man aber alles wissen. So, jetzt kommen wir aber mal zu einem schwierigen Kandidaten, und zwar zum Salah, zum Emir. Der war einer der schwierigsten Kandidaten. Warum war der der schwierigste Kandidat? Der gute Mann hat 8 Ressourcen. Er verwendet alles. Holz, Stein, Eisen, Bierproduktion und Brotproduktion. Er benutzt alle 8 Ressourcen, weil er Pech auch noch verwendet. Und er hat gerade mal, wenn ich habe jetzt von allen KIs geguckt, 3 Vorratslager. Das heißt 12 Plätze. Das ist nicht gerade viel. Mal hat er mehr, mal hat er weniger. So. Und dieser Wert hier, ne, kommen wir erst zum Max Stein. Warum sind die Max Steine auf 43? Ich konnte zweimal Stein eingeben. 48 plus 48 sind 96. Jetzt gibt es aber den Trigger. Und zwar, wenn eine KI wenig Geld hat, also mit wenig Gold startet, zum Beispiel ein 3000er Spiel, oder halt ein 2000er Spiel, also 3000er Deathmatch oder 2000 Normalspiel oder 4000 Normalspiel, dann spart die extra Stein vom höchsten Gebäude. Wäre bei Emir 40 Stein für seinen Rundturm.
Irgendwann tut er das nicht mehr und verkauft diese 40 Steine. Das ist ziemlich nervig, weil man dann immer die 40 Steine mit zuberechnen muss, weil die ja immer noch oben drauf kommen. Das heißt, ich muss diese 96 minus 40 rechnen. 56. Und das dann nochmal minus 12. Und das dann nochmal minus 1. Jetzt müsste euch aufgefallen sein, hä? Hast du nicht oben gesagt, dass du nicht immer zweimal Fuhren nimmst? Ja. Im Idealfall schon. Doch beim E-Mehr geht das nicht. Denn, wenn ich das jetzt nochmal minus 12 rechne, komme ich unter 40. Und wenn dann dieser Trigger aufgehoben wird, der irgendwann aufgehoben wird, wenn er dann die Burg irgendwie fertig hat und es ihm sehr, sehr gut geht, dann muss er ja mindestens 40 Steine haben, um den Turm zu bauen. Und wenn er das eh aufgehoben hat, dann hast du eh genügend Platz auf beide Vorratslager. Deswegen die 43. Wie gesagt, es stecken sehr viele Gedanken da drin. Auch dieser Wert hier, dieser Wert ist ziemlich bescheuert. Es sind da drei Ressourcen mit drin in diesem Wert. Das ist einmal Pech, Eisen, Hopfen, Mehl. Das sind drei verschiedene Zahlen. Eisen sind 48 pro Lagerplatz, Mehl sind 32 pro Lagerplatz und Hopfen und Pech sind 16 pro Lagerplatz. Ist schon schwierig, das mit drei Zahlen zu managen. Der Emir hat aber eine Brotproduktion, deswegen habe ich mich darauf halt fokussiert. Und deswegen komme ich auch auf die 26. So. Maximal Brot pro Lagerplatz sind ja 32. Minus eine Mühle, minus zwei Mühlen. 26. Es könnte ja sein, dass alle sechs Arbeiter plötzlich wollen, da Mehl hinzupacken. Und was ich auf gar keinen Fall möchte, ist, dass bei so wenig Platz beim Emir mit 12 Lagerplätzen dann das irgendwie blockiert wird. Das darf nicht passieren. Und darauf ist die KI auch ausgelegt. Ne? Der Wert ist aber ein Problem. Denn Getreide ist der einzige Wert, der mit Max Food gerechnet wird. Warum auch immer. Das ist hier mal eine Sache, die du essen kannst. Du kannst kein Getreide essen. Aber okay, ist mit drinne. Das heißt, wenn ich sozusagen nicht aufpasse und sage, hey, ich gebe ganz viele Farm, dann irgendwann ist das ganze Vorratslager zugemüllt mit Getreide. Und alles andere funktioniert nicht mehr. Ob die Waffenproduktion nicht mehr funktioniert, ob er keinen Stein mehr kaufen kann, ob die Bierproduktion nicht mehr funktioniert. Deswegen schwieriges Thema. Deswegen habe ich das so gebalanced, dass er Nahrung hat in Anzahl der Mühlen. Der Emir nutzt im Normalfall zwei Mühlen, außer bei der einen Burg. Das ist, glaube ich, sogar die gleiche Burg, wo das mit dem Vorratslager nicht so richtig funktioniert. Da nutzt er nur eine Mühle. Aber weil an jeder andere Burg er zwei Mühlen verwendet, habe ich mich darauf konzentriert. Weil eine Burg, da bringt das es eh zu Tode. Bin so eher noch ein Fan davon, dass man nochmal die Vanilleburgen, die gefixten, nochmal fixt, damit sozusagen auch solche Sachen funktionieren, weil sonst bringt sich die KI einfach zu Tode. Man kann ja nicht für jede einzelne Burg, eine AEC schreiben. Das ist ja so nicht toll. Ne? Kann man schon, aber es wäre ein irre Aufwand. Und außerdem ändert das nicht so viel. Es bringt ein bisschen mehr Konstanz rein und mehr auch nicht. Es gibt so ein paar Sachen, die man noch fixen kann. Wie zum Beispiel beim Emir. Ich glaube, das ist der Emir 5. Der hat nur eine Mühle, alle anderen haben wann da zwei. So als ob die einfach eine vergessen haben. Ne? So sehe ich das. Naja. Zurück zu den Max Farm. Warum 6? 2 Mühlen. Jede Mühle hat 3 Farm. Macht 6. 3 plus 3 macht 6. Okay. Jetzt gehen wir mal zum Philipp. Da gibt es auch eine interessante Sache. Warum steht jetzt 44 hier? Also sozusagen, Philipp verkauft ja alles bis auf Eisen vom Max Ader. Also Mehl verkauft er. Also braucht er ja nicht. Hopfen hat er nicht. Und Pech hat er auch nicht. So, er hat aber 4 Eisenminen. Und 48 ist die maximale Zahl. Und ihr müsst immer die maximale Ressourcenanzahl minus die Produktionsgebäude nehmen. Beziehungsweise Anzahl der Bauern, die für ein Produktionsgebäude verwendet werden. Sprich, hat er 4 Eisen,
kann es ja passieren, dass er mit allen vier Eisenmännchen darauf zuläuft, zu in ein Vorratslager, sprich 48 minus 4. Wenn er 8 hätte, wäre es 48 minus 8. Ich glaube, das ist soweit klar. Brauche ich, glaube ich, nicht weiter darauf eingehen. So. Muss überlegen, irgendwas fehlte noch. Habe ich irgendwas vergessen? Ja, wie gesagt, das doch erwähnenswert ist, dass halt überall die Verteidigungstruppen runtergeschraubt wurden. Ich habe ein paar Veränderungen gemacht, zum Beispiel nutze jetzt sowas wie der Emir, nicht der Emir, hier ist jetzt der Abt, sowas wie Piken. Der hat eh Geld zu viel erkauft. Piken. Jetzt kriegt er sogar wirklich sein Geld konstant runter und Piken sind sehr nervig als Raid-Einheit. So. Ich glaube, jetzt habe ich soweit alles gesagt. Es gibt noch einen Wert, der vielleicht noch ein bisschen aufzupassen ist. Und zwar, ich habe das sonst hier, ist der Wert einmal anders auf 1050. Warum? Ich habe das ja sonst immer auf die Anzahl der Einheit gesetzt. Der gute Abt baut aber eine Kathedrale, das heißt, er muss mindestens 1000 haben. Die 50 sind einfach so, habe ich einfach mal so festgelegt. Funktioniert irgendwie besser. Genau. Und wenn er der KI Waffen kauft, müsst ihr auch aufpassen mit dem Max Equipment. Ich hatte nämlich da auch 40 stehen. Doch wenn er Schwerter, Piken und Schilde kauft, und das jedes Mal 5 Stück, müsst ihr rechnen. Das heißt, er könnte maximal, hat er 15 davon drin, also 5 Schwerter plus 5 Piken plus 5 Schilde, macht schon mal 15, plus 30 Bögen, macht 45. Und dann hast du noch halt Spielraum, falls er mal mehr kauft oder falls er zu viel Bögen hat, die er dann verkaufen muss. Ah ja, und zum Bier ist 13 eine ganz gute Zahl. Ihr müsst halt auch da wieder gucken, wie viel Bierproduktion hat sie, hat die KI, und dann rechnet ihr einfach diese Produktion, also wie viele Brauereien hat die KI, und rechnet ihr einfach 16 minus Anzahl der Brauereien und fertig. Und das macht ihr überall so, und dann habt ihr eine sehr funktionierende KI. Deswegen sind die Werte auch bewusst so gewählt. Genau, das sind so die wichtigsten Sachen. Eine Sache wollte ich noch drauf eingehen, und zwar, wo ist der Wolf? Saladin Wolf. Warum hat er jetzt nur noch 4 Steinbrüche? 6 sind ja eigentlich besser. Ja und nein. Sie wären schon besser, ja. Aber dadurch, dass wir mit dem Patch die Ochsenjochen-Spam einschränken, nicht. Jede KI kann maximal 10 Ochsenjochen bauen. Gleichzeitig. Mehr geht nicht. Und jetzt überlegt mal, okay, wenn ich 10 Ochsenjochen bauen kann, wie viele Steinbrüche kann ich bauen? Als Spieler würde man sagen, okay, 5, wenn die perfekt platziert sind. Das stimmt. Aber das sind die nicht. Ihr wisst, dass die Ochsenjochen nicht perfekt platziert sind. Deswegen habe ich 4 Steinbrüche, sind genauso effizient wie 6, weil 2 halt nie was machen, weil dafür zu wenig Ochsenjochen da sind. Deswegen ist das so ausgelegt. Und eine wichtige Sache noch, jetzt muss ich wieder zurückgehen zum Sheriff. Sheriff. Angstfaktor. Ganz wichtiges Thema. Angstfaktor. Deswegen sind die Werte auch hier so krumm. Angstfaktor. Ihr müsst wissen, wie viel Ressourcen produziert die KI mit Angstfaktor. So, ich habe jetzt 3 Plätze Platz, also 3 Plätze frei für Holz. 144, 48 plus 48 plus 48. Minus 24. Minus 24. Minus 1. Jeder Holzfäller macht mit minus 5 Angstfaktor 24 Holz. Das müsst ihr dann natürlich abziehen, damit ihr wieder, damit die KI das, also mit, zeigen die Ressourcen nicht, das Vorratslager vermüllen und damit halt Platz, also Platz wegnehmen für andere Ressourcen. Ich hoffe, das ist soweit klar jetzt. Ich bin, glaube ich, jetzt sehr intensiv darauf eingegangen.
Und Leute, ihr könnt alles andere wegwerfen. Wenn das nicht funktioniert, dann wird die KI auch nicht funktionieren. Und selbst wenn ihr eine Spaß-KI baut, Leute, das muss funktionieren. Das ist ein absoluter No-Brainer. Das muss funktionieren. Denn wenn das Vorratslager nicht funktioniert, dann könnt ihr sozusagen die ganze KI einfach in die Tonne werfen. Das kann ich auch in meiner ersten Version machen. Deswegen funktioniert die Vanilla-KI auch nicht so gut. Weil einfach das überhaupt nicht angepasst wurde. Weil wenn das Vorratslager nicht funktioniert, dann kannst du halt einfach nichts machen. Und deswegen ist das so entscheidend. Deswegen appelliere ich da nochmal. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Aber auch nicht einfach. Mit dem Rechnerin geht das ganz gut, aber es ist halt auch nicht einfach. So, gehen wir in ein Spiel rein. Und ich würde vorschlagen, dass wir uns gleich erstmal die Ratte uns anschauen. Weil ja da... Ich habe das Feedback gekriegt, dass die ja zu lange braucht zum Angreifen. Sire. Die Wüste erwartet euch. Hallo, ich bin gegrüßt. Dankeschön, Spiel. Okay, 2000er Spiel. Gegner. Maybe. Machen wir mal Ratte gegen Philipp. Beide Speerträger. 150. Eure Beliebtheit sinkt. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, so wie man sieht, um das Gebäude zu verwalten. Es ist Vanilla. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Effizient ist das jetzt, also von der Burg ist jetzt nicht so effizient, aber Vanilla ist ja die Burg, die am meisten verwendet wird, aber funktioniert genauso mit Tata und auch mit Efrey. Funktioniert alles sehr, sehr gut nur. Ich empfehle sogar die Burgen von Kari Lotus, weil das so momentan die besten sind, was Vanilla-Burgen angeht. Funktionieren einfach am besten. Und sind auch am schwierigsten zu knacken. Aber gucken wir uns mal an. Hier seht ihr diesen einen Eisenblock. Der bleibt jetzt immer stehen. Jetzt kommt der eine her. Und das wird verkauft. Hat sogar zwei gebracht sogar. Ja, manchmal bringen die auch zwei. Das muss man auch immer wissen. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. So. Und dadurch, dass halt dieser Rekrut-Resolve sehr weit unten ist, rekrutiert der auch immer, wenn der irgendwie eine Waffe hat, immer Einheiten. Ja, er rekrutiert ganz, ganz schnell Einheiten. Und da ist sozusagen fast kein Spielraum mehr. Es rekrutiert er wieder. Ja, immer so ein paar Einheiten, wenn er halt Waffen hat. Und das ist halt das Entscheidende. Ja, Philipp ist es halt ähnlich, ne? Ja. Ach ja, V ist die Taste, wenn man das so runtergedrückt haben will. Ist ganz schön auf jeden Fall fürs KI-Testing. Dann sieht man natürlich auch das Vorratslager sehr gut. Und da greift sie schon an. Und ihr seht die Beliebtheit. Immer ungefähr ausdrücklich. Minus ansteuern. Plus 9 Nahrung. Bleibt sehr konstant, wie man sieht. Und jetzt greift schon Philipp an. 83, 2000er Spiel, Leute. Na, ja, müsst ihr mal bedenken. Wir werden überfallen. Etwas Schleim. Wobei schon zu viel geredet. Na? Es sind Krebt das auf. Arbeiter vorhanden. Läuft rein. Und kommt sogar fast an den Bergfried. Und jetzt müsste er gleich anfangen zu rekrutieren. Wie ein Verrückter. Nur ich weiß immer wieder, dass er auch sehr gerne immer Bogenschützen zuerst rekrutiert. Das ist auch so eine Sache. Bevor halt die, die der hier rekrutiert, jetzt auch relativ schnell. Aber er mag sehr gerne Bogenschützen. Ja. Und genau, ich habe 20 Bogenschützen eingestellt im Angriff, damit so ein bisschen hier das noch geklärt werden kann, ein bisschen noch die Bauern angegriffen werden können, so ein bisschen hier und da halt, ne? Nur so ein bisschen genervt werden kann. Aber wie ihr seht, für ein 2000er Spiel ist die Ratte doch relativ aktiv. Das müsst ihr das mal vorstellen, ihr habt 4 Ratten als Gegner. Das ist eine Vanilla-Burg, also die ist noch eine relativ schlechte Burg. So, ich glaube, da haben wir soweit alles gesehen, was spannend ist. Ja. Ihr möchtet... Gucken wir uns jemand anderes an, jemand kompliziert ist. Adieu. Nehmen Wind wir euren Gegner. Emir. Seid gegrüßt. Gegen Willkommen. Saladin. Okay, hat hier schon mal 3 Vorratslager, das ist schon mal wichtig.
die eine E-Mail, der dann zwei. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, will nicht. Um das Gebäude zu verwalten. Ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, aber es funktioniert halt einfach nicht. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Es kann sein, dass das der Emir ist, der halt nur eine Mühle hat. Das wäre einfach ein bisschen wenig. Und genau, am Anfang kauft er die KI diese 20 Getreide halt ein, weil die halt genügend Gold hat. Ist beim Saladin ähnlich gewesen. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Und von dem ist mein 10.000er Spiel, das ist 2000 noch ein bisschen zu lahm. Ihr möchtet... Tut mir leid. So, das geht jetzt etwas schneller. Macht ja auch realistischer. Ne? So. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Bam, 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 bam. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Ich glaube, der müsste zwei haben. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Der hätte nämlich auch überall zwei Mühlen, der gute Saladin. Ne? Da ist die zweite Mühle. Und am Anfang ist ganz normal, weil die KI halt sehr spät die Häuser baut, dass es immer so ein bisschen dauert, bevor die ganze Bevölkerung halt da ist. Aber meistens werden die Häuser dann doch so schnell gebaut, dass es dann doch halt funktioniert. Es sind nicht genügend Arbeiter. Dieses Pech, was ihr seht, wird nach und nach abtransportiert, wird hier reingebracht und dann hast du sozusagen dann auch das Problem nicht mehr. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Und einige eben hier, soweit ich weiß, nutzen ja auch Pech hier außenrum. Jedenfalls macht das, glaube ich, Tata oder Ephraim, weiß nicht. Und dann hast du auch damit gar kein Problem mehr. Es genau, dann wird der Pech immer wieder abtransportiert. Und dann auf Dauer wird das dann halt immer weniger. Okay, habt ihr gleich eine noch Nachricht von Saladin. Die Zeit läuft euch davon. Vielleicht noch ein Lagerplatz belegt, sogar zwei und dann wird es immer weniger. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Und ja, aber gut, ein Saladin, der läuft immer ziemlich krass. Eine es sind nicht genügend Leistung. Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Aber wie ihr seht, funktioniert der Emir jetzt ganz gut. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden. Verkauft das Stein immer schön. Immer Vorratslager, dann wird man das besser. Von Saladin. Bei allen Heiligen, ne? Ihr kämpft gut. Zu gut, fürchte ich. Funktioniert ganz gut. Es sind gut. Nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Jetzt hat er halt zweimal Holz, zweimal Hopfen, zweimal Stein. Das macht dann 6 insgesamt, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hat er genau alle 12 ausgelastet und das ist das, was ich halt haben will. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Und das zieht halt konstant durch. Ihr seht ja schon die Truppenanzahl, wie hoch das ist. Ne? Das ist 84 Leute, das ist sehr früh. Und wie aktiv, wie auch raided und alles. Das schmeckt, Leute, das schmeckt. Das schmeckt. Und hier auch es wieder sind zwei Mühlen. Genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Ne? Genau. Eine Nachricht von Saladin. Die Raid-Truppen sind klar. Wahrlich nicht gewachsen. Weil er halt immer irgendwie hat Feuer macht, ein bisschen Action macht und so weiter. Und ja, jetzt können die KI-Kämpfe auch wieder losgehen. Weil, ja. Jetzt habe ich nämlich die KI soweit fertig und das wäre auch der Plan. Ne? Ja, KI ist soweit fertig. Und jetzt habe ich es wirklich auch somit das Nonplusultra rausgeholt. Wir testen jetzt nochmal jemand anderes, nämlich den guten Wolf gegen Richard. Lebt wohl, wählt euren Gegner. Wolf und Richard. Guter Plan. Ich glaube, Wolf wollen ja auch ganz gerne viele Leute sehen. Na? Hat nur zwei Vorratslager, das ist echt wenig für den Wolf. Dafür, dass er eine Bierproduktion hat. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, aber da musste man halt kürzen. Verwalten. Aber
Es sind halt nicht so, genügend Arbeiter vorhanden, ach ja, beim Hopfen, um das Gebäude zu verwalten. Hopfen ist genau das gleiche wie mit dem Stein. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, ne? Um das Gebäude zu verwalten. Er hat jetzt hier mehr Hopfen drin, als ich eigentlich eingegeben habe. Um das Gebäude zu verwalten. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, okay, langsam nervt das. Um das Gebäude zu verwalten. Er soll ganz kurz leise sein. Dankeschön. Und zwar, dieses Hopfen ist ähnlich wie mit dem Stein. Ihr habt gerade gesehen, der war von 17 auf 12 runtergedroppt. Warum? Weil er auch das Hopfen mehr spart am Anfang. Zwar nur ganz kurz, aber er tut es. Und das muss man im Kopf behalten. Ne, dass er dann für jeden, ich glaube, was war für jede Brauerei oder so? Bin ich mir gerade unsicher. Irgendwie, ne, nicht für jede, doch für jede Brauerei halt ein Hopfen. Immer ein Hopfen für jede Brauerei mehr anspart. Genau. Und man riecht das einfach das Starke, dass er einfach zwei Waffenkammern hat. Und damit kann er, wenn er halt Gold anspart, sehr schnell sich halt erholen. Sagen wir so, 20 gepanzerte, 800 Gold. Das schmeckt, Leute. Das schmeckt. Das ist effizient. Das ist goldeffizient. Und das ist anders, als wenn er die ganzen Waffen kaufen würde. Und das schmeckt richtig. Das läuft richtig bei ihm. Na, also Vanilla Richard ist jetzt schon echt nice. Ist schon wirklich schnieke. Funktioniert sehr, sehr gut. Na. Und ja. Greift er halt an. 83. Relativ früh eigentlich. Für Richard. Und er muss natürlich bedenken, ich habe den ja 50 Einheiten am ersten Angriff gegeben, damit der Angriff auch schon ein bisschen gefährlicher ist, weil so eine gepanzerte Staffel kann halt einen töten, wenn man keinerlei, gar keinen Schutz hat. Ne? Ein paar Katapulte hier am Start. Ja. Tut schon ein bisschen weh, aber der Wolf kann das locker abwehren, das ist nicht das Problem. Genau. Sieht aus wie so ein Herz hier oben. Ne? Ja. Das wollte ich euch mal so zeigen. Das ist jetzt das, was so aktuell zerstanden ist. Und ich glaube, ihr werdet ganz viel Spaß haben, was es angeht. Ich hatte schon ganz viel Spaß und werde auch ganz viel Spaß haben. Wenn die Kampagne damit schafft, Leute, das ist, Respekt, Bruder, Respekt. Aber richtig Respekt, ne? Ja. Nehmen wir noch einen letzten und dann ist auch Schluss. Einen letzten noch. Wie nehmen wir denn? Oh, ich habe die Sprache ja deaktiviert. Nehmen wir Abt und wen kann man denn noch machen? Nehmen wir Friedrich. Friedrich ist ja auch eine sehr beliebte KI. Und jetzt mache ich auch die Stimme wieder an. Das haben wir gerade noch etwas störend. So, 50 ist ganz gut. So, jetzt redet die KI auch wieder. Und ja. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden. Und beim Friedrich ist es genauso. Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Der hat ja auch zwei Waffenkammern, das sieht man gleich. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Ah ja. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Ja. Sehe ich, dass ich genügend Arbeiter vorhanden sind. Um das Gebäude zu verwalten. Und mal ein bisschen schneller hier. Da könnt ihr noch auf die Zeit ja schauen. Das ist immer so meine... Wie lange braucht man? Ihr müsst ja auch überlegen, Spieler braucht ja auch eine gewisse Zeit, um sich aufzubauen. Na. Und ah ja, wenn so eine... Wenn das so ein Pechkessel da halt ist, ne? Es sind nicht genügend dann, Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Wir werden über Arbeiter das in die Raid Truppen, um das Gebäude zu verwalten. Ne? Und die Raid Truppen greifen auch ganz gerne wie die Sort Units Einheiten in der Base an. Deswegen sind die auch ganz universell einsetzbar. Genau, ah ja, wenn ihr einen Pechkessel habt, ich sehe gerade keinen. Hat er einen? Glaub auch nicht. Dann wird er auch noch für die KI, genauso wie beim Turm, 10 Eisen extra anlegen, bis es der irgendwann richtig, richtig geil geht und dann sich denkt, so brauche ich nicht mehr. Aber nur als Hintergrund. Wo ist eure Burg? Ne? Genau.
Und wie die Anzahl ist einfach sehr, sehr schön, dass die sehr schnell auch eine hohe Anzahl an Truppen hat. Ne? Das heißt, Rushes sind nur noch im ganz frühen Stadium möglich, aber auch nicht mehr bei allen KIs. Aber dann, wenn man zu lange braucht, dann funktioniert das nicht mehr. Ne? Ganz waschproof sind die natürlich nicht. Und das meinte ich mit... Wie können wir Bug. Helfen? Ne, eigentlich sollte er hier Belagerungsgeräte aufstellen, tut es nicht, weil hier mehr Holzfällerfront ist. Und das nervt mich so ein bisschen ab, dass der sozusagen immer... Keine Ahnung. Er hätte die auch hier aufstellen können, hier so. Aber tut er nicht. Das ist etwas anstrengend. Jetzt greift der Friedrich an. Heute kämpfen wir. Heute werden wir gewinnen. Ja. Auch Pikinieren als Ausgrabeinheiten. Weil Pikiniere die einzige Einheit ist, die echt stark ist, was Ausgraben angeht. Und alle Einheiten sind absolut schlecht. Und die denken immer, wenn das Tor ist offen, ist das ja halt da durchlaufen können, wie ihr seht, ne? Weil jetzt die andere Armee halt kommt. Liegt wahrscheinlich daran, weil ich jetzt dabei bin, weil wenn ich als Spieler mit mir zuschaue, dann gibt es da manchmal so ein paar Probleme. Und nochmal zur Beliebtheit. Hier die minus 8 konstant drücken. Funktioniert. Das schmeckt. Das schmeckt. Sehr gut. So. Das ist so alles, was ich zu erzählen habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt einen Kommentar. Beziehungsweise Feedback. Noch wichtiger Kommentar. Und ja, gebt einen Daumen und sehe ich, ob es euch gefällt. Und habe ich auch schon wieder, boah, ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt, glaube ich, für das gesamte Projekt von Anfang bis Ende mindestens 150 Stunden eingesetzt und bin jetzt seit einem Jahr sozusagen dabei. Und viele Sachen sind herausgefunden. Ich hoffe, ihr habt meine Ideen so verstanden. Und ja, ich wünsche euch jetzt was. Einen schönen restlichen Tag, genießt die Zeit und viel Spaß mit der IC. Und Leute, wenn ihr die Kampagne schafft, Bruder... Respekt für euch alle. Ja. Also echt krank Respekt. Weil bei mir hört es jetzt echt auf, weil, naja, schon mit 4 Ratten wird es echt ekelig, weil der einfach jetzt so früh angreift mit so viel. Naja, bis dann. Wünsche euch was. Viel Spaß euch noch. Ciao.